Mann, ich muss gerade stehen. Alter, jetzt stell dich gerade hin. Dann wahrscheinlich, um sie zu benutzen, behaupte ich spontan. Ja, das stimmt. Okay, das geht mit denen schon mal nicht. Dann probieren wir einfach mal das hier aus. Okay. Was ich auf jeden Fall mal machen werde. Samstag machen wir ja mit Gerda weiter, ne? Und Sonntag werde ich dann nochmal Zelda streamen. Und bis dahin gucke ich mal, dass ich was ist das denn? Das mit diesem Boris gemacht habe und noch so ein Herzcontainer dazu habe. Was würde ich denn hier machen? So durch. Muss ich das auch mit Feuerpfeilen machen? Nee. Ist hier irgendwo was? Aua! Pickel dagegen, genau. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Sehr schön. Ein Siegel haben wir schon mal geschafft. Hilft garantiert. Das Siegel hier haben wir schon mal. Ich würde sagen, das Grüne machen wir jetzt auch noch. Ja, die gehen jetzt nochmal die Tempel durch. Das finde ich mega geil. Ja, also wir waren ja jetzt bei den Gerudos gerade, ne? Da muss man mit dem Spiegel wieder irgendwie was machen.
Für den Feuertempel hast du das ja bekommen. Na, also jetzt wirst du im Prinzip nochmal geprüft, was du dir so behalten hast von dem Ganzen, was du bisher anwenden musstest. Und ich finde das cool, muss ich sagen. Oh, der da hinten hat es leider nicht erwischt. Na, für den... für den grünen Tempel hast du ja diesen kleinen Fanghaken bekommen, ne, von dem Boris. Und du musstest... Aha, du wirst doch nicht so geprüft, wie ich das dachte. Okay, das ist doch etwas anders. Okay, okay, okay. Das heißt, wir brauchen die Schwebedinger. Ich hatte jetzt irgendwie gerade so im Kopf gehabt, dass du, sind die an? Na komm, geh schon an. Dass das tempelmäßig ist, ne? Also Grünwaldtempel und... So, das war schon mal gut. So, du kommst jetzt mal hier weg. Du gehst einem auf die Nüsschen. Und tschüss. So, da hinten ist ein Schalter. Da müssen wir aufpassen. Da hätte ich jetzt beinahe Kackjes gebaut. So, das haben wir. Wie komme ich da dran? Das heißt, ich muss mich... Okay, treiben lassen. Was habe ich jetzt aktiviert? Ah! Ich muss mich nicht treiben lassen. Ich habe hier so ein Ding aktiviert. Ja, ich muss gestehen, hier war ich echt schon ewig lange nicht mehr. So, jetzt noch da hinten hin. Wow, ja, 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 badabadu. Ich glaube, es geht los. So, hier müssen wir jetzt aber nur abwarten, dass der aufhört. Mit seinem Scheiß hier. So. Dann machen wir mal direkt hier wieder die normalen Schüchen an. Für mich. So, jetzt brauchen wir wieder die Lichtpfeile. Die haben wir ja von Prinzessin Zelda bekommen. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Zwei Siegel sind gebrochen. Okay, das hier haben wir. Kommen wir hier runter und wieder hoch. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir zu der Zora. Ja, unsere Ruto, unsere Liebe, ja. Pass mal auf. Wenn wir jetzt hier schon im Eisgefilde sind, dann packen wir jetzt auch mal die blaue Rüstung aus. Oh, wir brauchen blaues Feuer. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit.
Und da wir ja jetzt gerade aktuell sogar zwei Fläschchen haben, nehmen wir mal zwei mit. Wer weiß, wofür das gut ist. Und wenn nicht, kann man es einfach wieder so freilassen. Ist ja kein Thema. So. Wolltest du mich gerade hier blöd anpusten? Sag mal. Dafür braucht man nämlich das blaue... Oh, Pfeile. Sehr... Na toll. Weißt du, überall, wo du hier hingehst, in diesem... Eine Falle. Dafür braucht man blaues Feuer. Okay, was ist denn jetzt hier am Bach? Da müssen wir hin. Ist jetzt die Frage, wenn ich es bis hier hinschiebe, das geht schon mal nicht. Schiebe ich das bis hier hin? Das geht. Aber dann weiter nicht. Schiebe ich das? Warte mal, wir schieben mal das hier nach da. Wenn ich es nach da schiebe, das bringt überhaupt gar keinen. Das macht gar keinen Sinn. Wenn ich es hier hin, dann verschwindet das wieder, ne? Kommt das dann wieder neu? Wir müssen mal ausprobieren. Du kommst dahin. Du da. Oh, eine Fee, eine Fee, eine Fee. Die nehmen wir mit. Oh, ich hatte noch die leere Flasche. Hallo. Boah, ich dachte gerade schon, ey. So. Oh, reicht das überhaupt, um da drauf zu kommen? Ja, das müsste. Gut, dass wir nochmal ein blaues Feuer mitgenommen haben. Ja, das reicht vollkommen. So, blaues Feuer. Schalter drücken und ab durch die Tür. Oh, Hammer. Jetzt wird aber alles wieder rausgeholt hier. Unser Coronenhammer. Zwei Minuten ist aber gut geplant. Da kommt man auf jeden Fall mit durch. So, jetzt bitte einmal die Lichtpfeile wieder. Und somit haben wir das dritte Siegel dann gebrochen. Ach ja, jetzt kommt mein Schätzchen hier. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster.
Und die war diesmal nicht zickig. Was ist denn mit der los? Hä? Was war denn jetzt mit der los? Mal kein Grummgezicke. Okay, also hier, das sieht nach Fanghaken aus und nach dem Auge der Wahrheit. Ruto, die du tragen musstest. Einer deiner Lieblingsquests. Ja. Okay. Komme ich dahin? Ja, sehr schön. Sehr toll, mir. Also Rubine ist jetzt das, was ich auf jeden Fall noch gebrauchen kann. Okay, Auge der Wahrheit brauche ich dann doch nicht. Dann nehmen wir mal die Feuerpfeile. Na. Och, nicht der. Der hat mir jetzt noch gefehlt. Nee, 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 nee. Muss ich das jetzt nochmal machen? Nein. Oh. Ja, klar. Jetzt bin ich wieder hier hinten, oder was? Ja, gut gesprungen, ja. Der springt immer daneben. Der rutscht immer da drüber. Wie kann ich das denn machen, dass ihr da mir nicht jedes Mal drüber säbelt? Ja, jetzt war ich gerade abgelenkt wegen dem Vieh. Wir brauchen auch mal wieder grünes Elixier. Nö. Wahrscheinlich ist da grünes Elixier drin. Aber wie komme ich da hin? Mit Schwebestiefel? Probiert einfach mal aus. Weil mit Schwebestiefel. Springt der nicht so krass. Das war aber gerade Knäppkes, wa?
Titanhandschuhe. Woo! Du fühlst noch größere Kraft in den Armen. Jawohl. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Eine Plattform dahin gab es nämlich nicht. Na. Okay. Das Problem ist, ich habe gleich kein Grünzeug mehr. Pass mal auf. Wir machen das so. Und zwar das nach da. Nein, das war falsch. Die müssen erstmal hier drin bleiben. Und die kommen hier hin. Ja, dich hole ich mir jetzt. Nein! Klar, und du fliegst nach da drüben. Boah. Ich hab hier gleich, Tja, das Problem ist, wie kommen wir da hinten hin? Ich hole mir mal gerade das Auge zur Hilfe, in der Hoffnung, dass wir das... Ah... Wir brauchen doch das Auge, aber das Problem ist, ich habe gleich keinen Saft mehr. Trink eine Flasche Maggi auf Ex, das hilft. Oh, wir haben wieder ein bisschen. Wow. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Mach ich doch glatt, Impa. Thank you.
Jetzt haben wir im Prinzip noch zwei. Okay. Aber mit so wenig Grünzeug, da sollten wir auf jeden Fall mal uns ein bisschen auffüllen. Das hat so keinen Zweck weiterzumachen. Ich überlege gerade. Wo wir da am besten hingehen. Nee, stopp. Dafür brauche ich erstmal die rote Rüstung. Das kann ich hier nicht. Okay, da müssen wir leider für rausgehen. Hier kannst du dich nicht wappen. So, jetzt aber. Bitte, jetzt hier, komm. Wir müssen nur zu dieser blöden Fee. So, jetzt haben wir... Nee, wir müssen hier hin, aber wir brauchen die Harpune. Goronia? Nee. Wir müssen noch einen höher. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ich meine, hier wäre wichtig. Also die Feen haben wir ja alle besucht, aber die machen uns jetzt hier wieder frisch. Weißt du, die füllen uns mit Magie auf und mit Leben. Da müssen wir uns jetzt keine grüne Flasche kaufen. Wenn du vom Kampf erschöpft bist, kannst du mich jederzeit wieder besuchen. Danke. So, und jetzt wieder zur Zitadelle der Zeit. Jetzt sind wir ja wieder aufgepumpt. Ach, ich hätte auch so ein Warp-Ding da lassen können, ne? Ich Dovi. Dann wären wir jetzt schon wieder in Ganondorfs Schloss. Ich hoffe ja mal, wenn wir jetzt die ganzen Siegel brechen, dass wir nicht direkt schon gegen Ganondorf kämpfen müssen. Weil das wäre echt nicht cool. Weil das möchte ich eigentlich am Sonntag machen. Eigentlich. Weiß das einer von euch drei zufällig, ob
wenn alle Siegel gebrochen sind, man direkt nach oben muss, nach Ganondorf. Dann mach bis zum letzten Siegel. Das heißt, wir machen heute nur ein Siegel. Wir machen heute noch ein Siegel und ich hoffe, dass der das speichert. Dann machen wir am Sonntag den letzten Siegel und auch den Endkampf dann. Und ich gucke, dass ich bis dahin irgendwie in einem Herzteil noch dran komme, dass wir dann 17 haben. Und ich gucke mir mal gleich die Seite an, die du da hattest, wegen diesen Nachtschwärmern. Dann machen wir dieses Siegel noch und das machen wir dann beim nächsten Mal. Scheiße. So, jetzt gehe ich aber nochmal auf die Anfangsplattform. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo wir hier die anderen haben. Da ist einer, da hinten ist einer. Das müssen wir auch, da müssen wir auch irgendwas machen. So, wie kommen wir denn da am besten hin? Ich nehme mal das Auge der Wahrheit, um zu gucken, ob hier irgendwo was Verstecktes ist. Sieht aber nicht danach aus. So, nein, nicht weiterlaufen lassen hier. Alter, was der jetzt hier tragen kann. Habt ihr das gesehen? Nee, schade, das schaffe ich nicht. Nein! Sobald du den Boden berührst, ist vorbei. Krasse Sache, hör mal. Ja. Guck dir das mal an, ey. Was der hier alles. Wow. Krasser Dude. Muss man mal so. So sagen. Ah, warte mal.
mal, von hier ist es doch besser als von da hinten. Hier komme ich doch jetzt direkt so drauf. Was war das denn jetzt? Alter, das lag jetzt nicht an mir. Was war das denn jetzt für ein verbuggter Scheiß? Hallo? Also das war jetzt aber nicht auf meine Mist gewachsen, ne? Warte jetzt mal den Typen da ab. So, ich bin da mal weg von heute. Viel Erfolg noch und wir sehen uns morgen dann bei Carsten im Stream. Bis denn und dann. Alles klar. Ciao, Yogi. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit deinem Kumpel. Und ich habe gerade beschlossen, dass ich das ein andermal mache. Da themen wir uns für Sonntag auf. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Genauso soll das Teil, glaube ich, funktionieren. So, die anderen machen wir auch auf. Weil ich möchte ja wissen, was drin ist. Nur mit einem Schlüssel gehen wir uns hier nicht zufrieden. Da werden mit Sicherheit auch irgendwelche Fakes wieder sein. Pfeile können wir immer sehr gut gebrauchen. Das ist richtig gut. Da haben wir den ersten Fake. Herzchen. Ein Fake ist doch bestimmt noch dabei, sag ich doch. Sag ich doch. Okay. Haben wir jetzt alle offen? Nein, hier haben wir nur eine Truhe. Ja, auch noch wieder Fake. Naja. Ich weiß, ich sehe das da vorne, dass ich flöten muss. Ich gucke aber trotzdem immer ganz gerne.
Alles klar. Einmal geflötet, schon Krämer und Schlüssel. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich machen soll. Aua. Ich glaube, hier habe ich auch. Klar, die können ineinander so. Ineinander rollen. Aber mich treffen sie. Auch nicht schlecht, haben wir beide direkt mal weg. Danke. Und bitte was Grünzeug. Sehr schön. So, dann haben wir das auch und dann lassen wir diesen einen Raum für das nächste Mal übrig. Nein, falsche Pfeile. Ich brauche die Lichtpfeile. So. Dann machen wir den nächsten Raum beim nächsten Mal. Ganondorf und Ganon. Am Sonntag. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Jawohl. Beim nächsten Mal aber. Nicht mehr heute. Fehlt uns nämlich nur noch Rot. Und Rot ist ja das von den Goronen. So. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal hier ab. Und ich kümmere mich um die noch um das fehlende Herzteil und um die Flasche. Ich guck mal mir mal Yogis Link an, was er da eben da hatte. Und ja, Carsten streamt ja morgen für euch. Am Samstag machen wir ab 20.15 Uhr dann mit Minecraft weiter. Und Sonntag, denke ich mal, so wie heute, 19 Uhr, machen wir dann mit Zelda weiter. Und ich denke mal, dann werden wir auch Zelda durchspielen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim Carsten morgen. Ich weiß nicht, was er morgen vorhat zu spielen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich würde jetzt epen gehen. Ich freue mich aber schon auf morgen. Ja, ich freue mich, werde auch, denke ich, dann morgen Abend da sein bei Carsten. Und ja, ich wünsche dir einen, oder wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schlaft gut gleich. Gute Nacht. Und ja, entweder morgen oder Samstag, Freitag weiß ich nicht, ob Carsten streamt, da ist er sich auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Wird er, denke ich mal, morgen dann kundtun. Also, ich wünsche euch mal was, machtet gut. Tschüss!